Hey ihr, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. Bevor ich jetzt hier mit der Quest hinter mir anfange, bei Madison, die ja nur bis kommenden Mittwoch drin ist, wollte ich mal ganz kurz fragen, ich habe nicht viele, aber vereinzelt Nachfragen bekommen, warum ich das eigentlich nicht mehr mache mit der Zeppelin-Begrüßung. Tatsächlich haben wir damit irgendwann aufgehört, oder ich habe damit irgendwann aufgehört, weil ich es doof fand, wenn es nur ich mache, weil Fabi das nicht gemacht hat. Aber ich weiß natürlich, dass es auch irgendwie ein Merkmal war und viele das auch gemocht haben. Wie gesagt, ich habe es nicht mehr gemacht, weil ich es einfach blöd finde, wenn das nur eine Person am Kanal macht. Deswegen habe ich einfach gesagt, okay, dann höre ich halt auch auf. Aber schreibt es doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, und dann kann ich da vielleicht mal mit Fabi drüber sprechen, je nachdem, was ihr euch da wünscht. Weil wie gesagt, in der letzten Zeit kamen immer wieder Fragen, ob wir nicht wieder zur alten Begrüßung zurück können mit den Zepplingen. Und ja, deswegen dachte ich mir, spreche ich das einfach mal an in dem kurzen Satz zu Beginn des Videos. So, Nighthunter und ich machen uns jetzt auf den Weg zu Night Dust und Madison. Nighthunter übrigens momentan nicht so mega geil drauf, weil ich gerade versuche, die Stallhilfe ja quasi jeden zweiten Tag zu nutzen, einfach um ein bisschen Starcoins zu sparen, aber ich vergesse es leider oft. Ich müsste mir eigentlich mal eine Markierung, einen Zettel an den Tisch kleben, oder ich muss mir eine Erinnerung ans Handy schreiben, dass ich das nicht vergesse alle zwei Tage. So, Madison, hey, schön dich zu sehen, Hust. Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange mit dir reden. Wie ihr wisst, Madison ist ja einer meiner absoluten Hasscharaktere in Star Stable. Hast du die letzte Ausgabe von Knights of Unistria gelesen? War das nicht super cool, als Azura Vazam abging und wieder ein Eclipse so yeah drauf war? Ich habe es Night Dust vorgelesen, und auch wenn er es nicht zugibt, hat er es mit der Angst bekommen, als die bösen Harpien-Soldaten hinter ihnen her waren. Ich habe ihm gesagt, er braucht keine Angst zu haben, weil ich ihn beschützen würde, wenn sich ihm jemals eine Harpie nähern würde. Jedenfalls möchte Knight das jetzt auch so, ein Kristalleinhorn sein. Ich habe ihm gesagt, dass man viel Übung braucht, um zu denen gehören zu können. Und ich habe ihm gesagt, dass sie mit den Wildpferden trainieren sollten, weil die in Wirklichkeit getarnte Weltraumpferde sind. Oh, Dina, du solltest mitmachen. Du bist die schnellste Reiterin, die ich kenne, so schnell wie der Blitz. Machst du mit? Hilfst du uns zu trainieren, damit wir Knights of Unistria werden können? Ja, können wir machen. Wir kriegen schon wieder eine Schleife. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen blöd, dass wir momentan irgendwie jeden Content nur zeitlich begrenzt bekommen, denn sind wir mal ehrlich, all diejenigen, die durch sind mit den Quests, die haben nicht wirklich was zu tun. Wir warten jetzt seit knapp 2 Jahren auf das nächste Gebiet. Scheinbar werden jetzt erstmal nur Sachen überarbeitet, als das neue Gebiete kommen. Ich würde mir aber definitiv mal mehr Content wünschen, der für längere Zeit bleibt. Ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, warum sich Star Stable die ganze Programmierarbeit macht für ein neues Rennen und dann sagt, ach ja, eine Woche, dann schmeißen wir es wieder in den Müll, dann könnt ihr es wieder nicht mehr machen. Wir geben euch die Möglichkeit nur für eine Woche. Gerade auch in der Zeit, wo Sommerferien sind. Und die sind ja nicht nur in Deutschland, sondern überall um die Zeit im Jahr. Finde ich das ein bisschen schade, wenn man ein Event macht, was jetzt wirklich nur eine einzige Woche drin ist, denn viele sind im Urlaub und sind nicht zu Hause und können das dann einfach nicht machen. Deswegen finde ich das schade, wenn man gerade zu so Urlaubszeiten dann auch noch so kurzzeitig begrenzte Events raushaut. Wenn sie keine Teams haben, die getrennt an temporärem Inhalt arbeiten und die an dauerhaftem Content arbeiten, kann ich sowieso nicht verstehen, warum sie das machen. Denn wie gesagt, sie machen sich die Arbeit nur, um das Event im Endeffekt nach einer Woche zu vermüllen, in Anführungsstrichen. Das kann ich nicht so hundertprozentig verstehen, wieso, weshalb, warum. Und ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Könnt ihr es nachvollziehen? Habt ihr eine Idee? Das wird mich definitiv mal interessieren. Du bist so toll, Dina. Du könntest leicht so ein Ritter sein. Eines Tages werde ich so schnell sein wie du. Oder sogar noch schneller.
Ja, und das war's dann nämlich auch schon wieder mit dem Inhalt für diese Woche. Ich find's echt schade. Die Schleife hier, die gefällt mir sehr gut, definitiv. Die sieht richtig toll aus, hier auch noch gerade jetzt vor diesem schönen Hintergrund, beziehungsweise dem Lavendel im Vordergrund. Das sieht wirklich hübsch aus. Also, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kann nicht so ganz den Sinn dahinter nachvollziehen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich habe da meine Schwierigkeiten mit. Aber wie gesagt, hübsch ist es auf jeden Fall. Ja, aber das ist jetzt im Endeffekt, damit haben wir jetzt den Content für diese Woche schon wieder durch. Nächste Woche kommen neue Pferde, da kommt das Andalusia-Remake. Von daher denke ich auch nicht, dass da großartig was anderes kommen wird. Wir bekommen übrigens fürs wiederholte Abschließen 125 Erfahrungspunkte fürs Pferd. Also, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, in welche Richtung Star Stable da momentan geht. Die neuen Inhalte sind, wenn was kommt, wirklich super gelungen. Muss ich wirklich sagen, das habe ich schon oft gesagt, dass ich das sehr, sehr gut finde, wie die neuen Quests gemacht sind, mit diesen kurzen Videosequenzen. Das neue Charakterdesign gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Überarbeitung von Golden Hills zum Beispiel auch mega gut gelungen. Ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich weiß, dass sich viele auch das alte Aussehen wieder zurückwünschen. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Mir hat zwar auch das alte gefallen, so ist es nicht, aber oh. Aber schön finde ich es definitiv. Es ist jetzt halt nur die Frage, wo will Star Stable momentan hin? Man hat gerade irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen auf Sparflamme sind. Ich will nicht sagen lustlos, aber man hat das Gefühl, dass sie sich denken, ah ja, die Leute, die jetzt eh schon so weit sind im Level, die haben wir ja schon, die haben ja schon bezahlt, also können wir die auch vernachlässigen. Aber ich frage mich, ob das Star Stable nicht einen großen, großen Fehler macht. Weil ich weiß von vielen, die kein Star Stable mehr spielen, weil es ihnen einfach keinen Spaß mehr macht. YouTuber, die mit Star Stable aufhören, weil es ihnen keinen Spaß mehr macht. Private Leute, die aufhören, weil sie sagen, hey, was macht Star Stable? Ich habe nichts mehr zu tun und die hauen nur Pay-Content raus. Der zwar natürlich optional und freiwillig ist, aber dennoch halt Content, den man nur bekommt, wenn man, also was heißt Content? Pferde, die man nur bekommt, wenn man zahlt. Gut, das war schon immer so mit den Pferden, aber ich kann halt den Punkt dahinter verstehen. Ich habe tatsächlich rein theoretisch auch momentan gar nicht mehr wirklich was zu tun. Was wir jetzt mal noch machen werden, ist, dass wir die Fischer-Dailies annehmen werden, oben in Golden Hills, weil ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Luft und das ist tatsächlich gerade das Einzige, was ich noch machen kann. Die Fischer-Dailies, das ist das Einzige hier, legendärer Fisch. Die Quests bei Tim habe ich rein theoretisch. Das sind so ein paar Sachen. Ich habe mir extra noch was übrig gelassen, damit ich in diesen Zeiten was zu tun habe. Tim ist zeitlich begrenzt. Wo ist denn hier Westkap Fischerdorf? Fischerdorf? Da unten. So. Wie gesagt, Spinnensuche habe ich bewusst so gemacht, dass ich sage, hey, wenn ich eine finde, dann mache ich das halt, weil ich... Ja, ich wollte es einfach nicht sofort wieder fertig haben. Das waren auch viele, die es instant fertig hatten. Ich habe einfach so ein bisschen mein Spielverhalten geändert, sage ich mal. Ich merke auch, dass ich an meinem anderen Account doch deutlich mehr Spaß habe aktuell. Einfach, weil ich da noch diesen Fortschritt habe, den ich hier quasi kaum noch habe. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass jetzt hier beim Fischen, das muss ich auch mal erwähnen, wie gesagt, ich will ja auch nicht immer kritisieren, ich will ja auch sagen, was ich gut finde. Und was ich gut finde, ist, dass sie das jetzt so gemacht haben, dass man hier beim Fischen die Questpunkte markiert bekommt. Weil dadurch muss man einfach nicht ewig suchen oder sich vielleicht vorher erst noch im Internet Informationen raussuchen.
wo die Fische sind. Weil wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat davon und selber nicht vielleicht schon ein Buch geführt hat darüber, dann muss man halt immer schauen auf den Einschlägenhilfeseiten. Oder dann eben selber suchen, wo die Fische sind. Und es gibt verdammt viele Angelplätze in Jorvik. Also das war wirklich einiges. So, wo ist es? Wo? Was? Wie? Da hinten können wir direkt den Fisch fangen. Alles klar, dann müssen wir hier einmal rüberreiten. Und das finde ich mega, dass wir da jetzt die Anzeige haben, wo die Fische sind. Denn die Fischer-Dailies, die sind schon sehr zeitintensiv. Und ich weiß auch viele, die gesagt haben, boah, die Fischer-Dailies, boah, nee, die will ich gar nicht machen. Ich mache sie ab und an ganz gerne, wenn ich so ein bisschen, wenn ich abends mal meine Ruhe habe. Ich bin ja sehr, sehr selten privat online in Star Stable. Weil ich dann lieber Spiele spielen möchte, wo ich auch entspannen kann. Star Stable an sich, finde ich, ist ein super Spiel zum Entspannen. Nur ist es halt nicht entspannt, wenn ich permanent Rede und Antwort stehen muss. Deswegen spiele ich dann, wenn ich mal Luft habe für was Privates, spiele ich eigentlich meistens kein Star Stable. Aber wenn ich das mal mache, dann finde ich eigentlich das Angeln immer ganz, ganz chillig, das in meine Tour zu integrieren. So bin ich dann nach und nach auch zu dem Ruf gekommen, bei dem ich jetzt bin. Ich glaube, ich habe jetzt gerade den Ruf auf der vorletzten Stufe. Boah, gut gefischt, aber der Fisch ist entkommen hier in einer Tour. Also ich glaube, auf der vorletzten Stufe habe ich jetzt gerade den Ruf, soweit ich weiß. Aha, endlich, der zweite weiße Adlerfisch. Ja, der dritte. Aber ich merke es zum Beispiel auch bei Fabi, dass er wirklich Probleme hat, seine Streams noch mit Inhalt zu füllen. Es kommen permanent irgendwelche kurzen Mini-Infos, was uns erwartet. Aber ja, so wirklich Inhalt kommt halt auch nicht. Weil es ist ja auch, Fabi macht im Endeffekt das, was ich früher in den Streams gemacht habe. Dass er streamt und über Themen redet, aber wirklich Content für einen längeren Stream hat er auch nicht. Weil wenn ich mir das überlege, wenn er sich jetzt die Frisuren noch mit euch angeguckt hat und die neuen Outfits, was ich jetzt eben nicht mehr mache, weil ich das gestern in den News schon gezeigt habe, ja, dann hätte er im Endeffekt Inhalt gehabt, vielleicht für 20 Minuten Stream. Und das war, meine ich, eine Zeit lang mal noch anders. Das war irgendwie ein bisschen besser gelöst. Auch zu den Events, die jetzt reinkommen. Die neuen Events haben sowieso schon weniger Quests. Die alten Events haben auch weniger Quests. Die sind zusammengestrichen worden, was ich auch nicht wirklich verstehen kann. Ihr merkt es ja jetzt schon. Es wird eine normale Folge bei mir. Wird zu einer DSG-Folge quasi, weil ich eigentlich nur für 5 Minuten zu tun habe. Und das ist halt irgendwie wirklich traurig gerade. Es ist schade. Also mir macht das Spiel nach wie vor Spaß, aber ich weiß tatsächlich nicht mehr großartig, was ich machen soll, weil ich nicht so an diesen ganzen Tags halte. Diese ganzen Tech-Videos von wegen das und das und die Challenge. Das ist nicht meins. Das möchte ich nicht machen, nur um was bringen zu können. Das will ich einfach nicht. Und das ist dann echt schwierig. So, Fischerclub. Beliebt, genau hier. 3315 von 6000. Also wie gesagt, ich habe die Quests bei Tim Hooper rein theoretisch noch. Aber die habe ich auf diesem Kanal schon dreimal gezeigt. Fabi hat sie auch schon dreimal gezeigt. Fabi wird sie auch nächstes Jahr wieder zeigen. Ich finde einfach, wir brauchen nicht die Questline, die sich nicht verändert, jedes Jahr doppelt auf dem Kanal. Und deswegen möchte ich einfach diese Event-Quests ja auch mit Dina nicht mehr machen. Und es ist meiner Meinung nach einfach Blödsinn. Wie gesagt, ich habe sie jetzt schon dreimal gezeigt. Fabi zeigt sie auch immer. Warum soll ich sie also nochmal und nochmal und nochmal zeigen? Bin ich nicht so der Fan von. Deswegen, ja, haben diese Events einfach auch nicht mehr den Reiz für mich. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich muss sagen, ich finde jetzt auch das Rennen bei Madison, also die Schleife finde ich sehr, sehr schön. Wenn wir hier nochmal genauer ranzoomen. In diesem
blau, weiß, gelb und mit dem Hufeisen. Finde ich sehr schön. Ich mag das neue Schleifendesign sehr gerne. Gefällt mir sehr gut. Also die Belohnung dafür finde ich schon nicht schlecht. Das Rennen an sich finde ich eigentlich tatsächlich ziemlich langweilig. Da gab es schon deutlich bessere Rennen. Das finde ich jetzt persönlich nicht gut gelungen. Und dann finde ich schade, dass es auch nur eine einzige Woche drin bleibt. Aber wie gesagt, vielleicht seht ihr das auch alles ganz anders, aber ich sage halt immer das, was ich denke. Wenn es Lob ist, dann ist es Lob und wenn es Kritik ist, dann ist es Kritik. Ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, du bist nur am Motzen. Dann gibt es Leute, die sagen, was freust du dich so übertrieben, das sind nur Pixel. Ich bin halt immer, wie ich bin und wenn ich mich freue, dann freue ich mich und wenn ich sage, hey, das finde ich nicht gut, dann sage ich das auch. Also dann, das war's für heute. Mal schauen, was wir dann in den nächsten Tagen so machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!